Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger und Zuseher, sind nicht nur Männer da, darf ich herzlich zur heutigen Gemeinderatssitzung begrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen. Entschuldigt ist der Gemeinderat Martin Bitsch. Ist jetzt sonst noch wer entschuldigt? Kann man sich das vorstellen? Gut, dankeschön. Und dann komme ich schon zum Bericht des Bürgermeisters. Ich darf den Bauausschuss, die Einladung ist schon verschickt worden, glaube ich, darauf hinweisen, dass wir kurzfristig am Montag um 20 Uhr aus den Punkten, die in der letzten Sitzung mir aufgetragen wurden und einiger anderer Dinge, wie zum Beispiel der Frage, die ich schon seit einem halben Jahr schuldig bin, dem Josef zu beantworten, bezüglich der Parkplatz Schadenort, der Frage, die dort ist, eine kurzfristige Bauausschusssitzung bitten, damit wir eben diesen Termin mit der Flächenwidmung einhalten können. Also 20 Uhr haben die meisten gesagt, Montag, den 12. Dann darf ich darum bitten und darauf hinweisen, wir haben für den 19. ausgeschrieben, dass wir wieder mal ein aktuelles Foto des Gemeinderates zusammenbringen. Da hat die Melanie eine Staffel ausgeschickt und zuerst sind Einzelfotos möglich für die Gemeinderäte, dann ist der Gemeindevorstand, dann der gesamte Gemeinderat. Bitte das wirklich wahrnehmen, wenn du da ein schönes Foto zusammenbringen. Und die Idee von unserem Fotografen Mario Gimpel war es, um das Foto spannender und außergewöhnlicher zu gestalten. Jetzt kann sich ja jeder darüber den Kopf zerbrechen. Einen Gegenstand, der besonders seine Tätigkeit in der Gemeinde symbolisiert. Ich nehme jetzt als Beispiel. Zum Beispiel, danke. Ich würde jetzt gerade sagen, der Jürgen nimmt einen Fußball mit. Oder Simon nimmt einen Fußball mit. Die Eben nimmt einen Baum mit. Also jeder möge sich darüber Gedanken machen, ich habe keine Ahnung. Was ist eine Idee des Fotografen für ein zweiteres? Das bitte als Hinweis für diesen Fototermin. Wie gesagt, eine Idee des Fotografen kann vielleicht recht charmant wirken. Dann brauche ich das jetzt nicht bringen, das haben wir in dem anderen Punkt. Dann war das letzte Mal die Frage mit dem Maibaum. Ich glaube, das haben wir verschickt, die Waldgrundstücke. Die sind ein Attribut. Das heißt, da gibt es aber auch das Angebot von dir vom letzten Mal, dass wenn das schön genug ist, ja. Maibäume und oder Weihnachtsbäume sind da auch noch vorhanden auf Privatbesitz. Und wir haben für heuer einmal schon einige schöne ins Angebot bekommen. Dann was haben wir da noch? Das Muster, genau, weil ja das auch öfters schon eine Frage war, das Ortseinfahrtsschild. Herzlich willkommen in Liebach, haben wir jetzt leicht adaptiert und liegt noch immer bei der Baubezirksleitung zur Genehmigung. Wir haben es noch nicht bekommen. Ich hoffe, das verschiebt. Inwiefern adaptiert? Dass das herzlich willkommen noch nicht gekommen ist, direkt über die Wochen durch den vereinheitlichten Schriftzug, also nicht mehr zwei getrennte, hoffen wir, dass die Bemangelung, die ich heute allerdings beim Landtag vorgetragen habe, dass das eigentlich für mich halt vielleicht mal nicht mehr besteht, dass der Autofahrer durch vier Wörter zu sehr abgelenkt ist. Ich denke, dass wir doch einige andere Schüler im Straßenrand, die vielleicht mehr ablenken könnten. Dann war da noch, war das jetzt auch von den Fragen so mit? Achso, genau. Dann hat es noch die Frage seit der Josef hat noch gefragt in der Vorstandssitzung, wegen der Straßenlaterne in der Eichengasse, die entfernt wurden, die ist mittlerweile wieder aufgestellt. So wird aufgestellt werden. Das war doch ein Unfall. War ein Verkehrsunfall, warum die Fläche beschädigt war. Sicherung des Schulweges. Genau, wir haben wieder drei weitere Schulwegpolizisten, die verfügbar sind. Und danke an alle, die beim Wandertag mitgeholfen haben. Damit komme ich schon zur Fragestunde nach § 54 und darf um eure Frage bitten. Ja, bitte, Eva, du warst zuerst. An mich ist die Frage herangetragen worden, und zwar Ressourcenpark. Sagt ihr was? Das war's. Nächste Woche soll eine Verbandsversammlung sein vom AWV. Sitzt der Simon für unsere Gemeinde im Vorstand dessen? Ich bin dem gegenüber sehr skeptisch, aber bitte. Ja. Es ist geplant, dass
naher Zukunft eine, wie soll ich sagen, in ganz Graz, es ist ja jetzt bei der Ausschreibung von der Müllsammlung, sind ja alle Gemeinden, haben das mehr oder weniger zusammen ausgeschrieben, das können Sie sich erinnern. Und genauso wollen Sie auch bei den ASZs jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Und da ist geplant, dass, ich glaube, 6 oder 7 oder 8 ASZs in ganz Graz Umgebung verteilt kommen, wo jeder Bürger aus jeder Gemeinde maximal 10 bis 15 Minuten hinbraucht. Und das ist aber jetzt eine große Diskussion, weil natürlich ist das ein mega finanzielles Vorhaben, das ohne finanzielle Unterstützung von den Gemeinden nicht geht. Und da ist jetzt gerade die Diskussion, ob die Erlöse vom Müll eingehalten werden oder ob die Müllgebühren erhöht werden. Und deswegen sind der Stefan und ich da ein bisschen skeptisch. Ich habe aber am Freitag noch eine Vorstandssitzung, wo sicher mehrere Gemeinden skeptisch sein werden. Und am Dienstag darauf ist die Verbandsversammlung. Ja. Genau. Und es ist im Endeffekt wurscht, wie der Stefan und wir uns zu entscheiden, weil im Endeffekt müsst ihr dann entscheiden, ne? Ob man das, ob man da dabei sein oder nicht. Wenn ein Standort, wird das auch diskutiert? Es gibt Überlegungen, und also es ist, gibt noch keine fixen Standorte, es würde dann 2 sozusagen Probeläufe geben, also 2 wollen sie, glaube ich, im nächsten Jahr schon bauen. Eins im Süden. Eins im Norden und eins im Süden wollen sie nächstes Jahr schon bauen. Okay. Und dann halt immer weiter, bis es so 6, 7, 8 sind, wo dann jeder Bürger aus jeder Gemeinde in Graz und Umgebung maximal 10 Institutionen hinfahrt. Das Vorbild ist halt Oberösterreich, wo das angeblich ganz gut funktioniert. Und das Sinn und Zweck des Ganzen ist halt, dass du einfach viel mehr Müll zusammensammeln kannst und diesen Müll dann halt gewinnbringend verwerten kannst. Weil was machen wir mit unserem Müll? Nicht viel, nicht, der bringt keinen Gewinn. Und wenn du aber halt, weiß ich nicht, 10 Tonnen Müll hast und der ganze Müll dann dem in der ABV mehr oder weniger kehrt, dann kannst du es halt gewinnbringend verwerten und irgendwann so ist dann auch für die Gemeinden ein Sinn. Sehr gut. Aber die genauen Zahlen erfahre ich am Freitag erst eben. Genau. Es bedeutet ja den ersten Schritt, und deswegen sind das Simon und ich skeptisch, weil wir jetzt eine sehr gute Lösung haben, dass wir ja quasi kein eigenes Altstoffsammelzentrum betreiben, sondern Landach drüben am Saubermacher angebunden sind, wo jeder Bürger jederzeit hinüberfahren kann, die haben gute Öffnungszeiten. Saubermacher ist ein Riesenbetrieb, wo ich glaube, dass der auch sehr ressourcenschonend jetzt umgeht und gut mit der Ressource Müll umgeht. Und das würde bedeuten, dass wir für die nächsten Jahre die Müllgebühren vom Verband einbehalten werden müssen, aber wir gleichzeitig unsere Sachen ja zahlen müssen. Das heißt, wir müssten die Müllgebühren ab dem nächsten Jahr drastisch erhöhen für die Bevölkerung. Für die Liebhaber. Für die Liebhaber. Und das würde jede Gemeinde treffen. Deswegen sind wir eben ein bisschen skeptisch, weil wir sagen, jetzt steht das mit einer zukünftigen Einsparung, aber das sind Millionenbeträge, die so ein Zentrum kostet. Und für mich persönlich kommt das so, wir treten als öffentliche Hand wieder mal in direkte Konkurrenz zu privaten Unternehmen, die das ja gut machen, wie bei uns, sage ich jetzt einmal, der Saubermacher, der ja die andere Müllsammlung auch macht. Im Norden oben gibt es in Graz Umgebung den Zusatz. Sind die nicht eingeladen? Das ist die Frage, also wie das genau ausschaut, da müssen wir noch ein bisschen müssen wir noch abwarten. Aber in dieser Verbandsversammlung, also ich tendiere jetzt eher dahin, dass wir sagen, wir machen da nicht mit, weil es ja nichts gibt. Es ist halt der Weg von der Vorstandssitzung bis zur Verbandsversammlung ein bisschen kurz. Ne? Ja. Ich meine, genau, ja, das ist sehr spannend, ganz ein spannendes Thema. Und die Ressourcen, also die Materialien, die man dann herausnimmt aus dem Müll eigentlich, kann man das dann verkaufen? Das machen die ja. Deswegen kostet es so. Deswegen kostet beim Saubermachen jetzt nicht so viel, weil die ja mit den Ressourcen noch was tun. Der große Kritikpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass zur Zeit, du musst, glaube ich, dafür sorgen, und das ist eine der Zielsetzungen, dass die Leute in mehreren Fraktionen anliefern. Also ja, bisher, genau. Und da gibt es einen Vorsatz ja, von 48 bis 84 verschiedene Fraktionen, die du anliefern könntest, oder die getrennt werden könnten. Und im Moment ist es aber total anscheinend wenig, in was das aufgesplittert wird, weil natürlich die Menge, die dann mehr an Gewicht bringt, und solange du für den Müll als Entsorgung was zahlst, kostet es was, wenn es gemischt ist, aber wenn du die Ressourcen einzeln abgibst, die was bringen, dann könnte man damit auch wieder was verdienen. Und das ist dieses Wickelbockel, wo ich ja sage, man könnte eher auf die jetzigen Sammelstellen einwirken, um quasi dass die eben mehr trennen bzw. mehr annehmen. Dass du sagst, wenn du umgefährst zum Saubermachen und nur Papier bringst, da ist jetzt schon zum Beispiel nichts. Ja, es ist nur, ich weiß es von Oberösterreich, mein Vater und meine Schwester draußen waren. Beide haben so ein ASZ.
Ja. Das ist sehr kompliziert. Ja. Plastikalanik. Ja. Bettflasche, ja. Hinein, Verschluss der Bettflasche, kommt da hinein. Tetrapack dort hinein, Verschluss vom Tetrapack nicht, ich denke vom anderen Verschluss, weil das wieder anders Plastik ist, weil das eine andere Nummer hat, das kommt dort hinein. Also beim Trainer daheim, das musst du mal anschauen. Okay. Da sind 10 verschiedene, man hat 10 verschiedene Plastikkübeln daheim schon, ja, wo er schon daheim vordreht. Und wenn er dann oben fährt, braucht er eine Dreiviertelstunde, weil ja doch viele Leute dorthin fahren, ja, wartet. Und dann kann man sein Plastik dort in die Hand, da in die Hand, dort in die Hand, das andere ist da drüben. Okay. Also ich weiß nicht, es ist sehr kompliziert für die Leute. Und der meistens, der davon was hat, ist der Apfelwirtschaftsbau. Genau. Der Apfelwirtschaftsverband macht den Gewinn, der ja dann wieder auf die Gemeinde übertragen wird. Aber du musst zuerst einmal Stationen bauen, weil das eine enorme Baukosten wäre. Und dann rechnet sich es wahrscheinlich schon irgendwann. Aber die Frage ist, wann haben wir da kein genaues Zahlenmaterial? Sind Sie da Simon sicher gut anschauen, Papa? Ja, bitte. Gut. Und du gibst es dann weiter. Ja. Dankeschön. Gibt es eine weitere Frage? Und zwar betrifft es die Strauchschnittabgabe in Söding. Da sollte jetzt bald einmal eine Karte kommen, dass man hineinfahren darf. Dann wird man gewogen, beim Herausfahren wird man wieder gewogen und das geht über die Gemeinde her. Da gibt es viele Gerüchte. Es gibt dazu nächsten Dienstag um 7.15 Uhr triff ich mich mit dem Bürgermeister Dierenberger, dem Bürgermeister Huber und dem Betreiber der Firma UMS, um das abzuklären, weil, wie du es jetzt richtig gesagt hast, habe ich schon 5 verschiedene Gerüchte gehört, wie das künftig funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Es gibt irgendeine Änderung, nur ich wäre sicher nicht dabei sein bei irgendeiner Änderung, die ein Vermögen kostet. Das ist ja im Raumstand, dass du alle 50 Euro für Karten zahlen musst und dann solche Sachen. Je nachdem, dieser Grundschnitt wird benötigt. Wir haben damals unten keinen mehr, die Firma unten hat uns gekündigt, wir sind aber überhaupt aufgegangen. Nur wir werden sicher nicht da jetzt wieder schauen, dass wir den Bürger extrem belasten. Also ich werde mich dafür einsetzen, dass man das vielleicht für Zutrittszwecke eine Karte hat, die auch ihren Einsatz hat, damit es nicht jeder verschmeißt, aber sicher nicht mit Gebühren verbunden, weil der Grundschnitt wird ja bestimmt benötigt für die Herstellung.